Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Heute soll es einfach mal um andere Griefer Games YouTuber gehen, was sie machen, wie sie es machen und ja. Ihr merkt schon an meinem Tonfall, ich bin nicht sonderlich begeistert, was im Moment bei den Griefer Games YouTubern dabei ist. Es sind Leute mit 400 Abos, mit 1000 Abos, die einmal in der Woche ein Video über Griefer Games machen und mehr Aufrufe damit generieren als sonst irgendwer. Als ich, ja. Finde ich irgendwo schon ein bisschen belastend. Man sollte, wenn man Griefer Games Content wirklich machen will, ihn auch aktiv machen und sich eigene Ideen suchen. Leute, im Ernst. Ich guck jeden Tag bei Griefer Games, gebe ich jeden Tag Griefer Games bei YouTube ein und dann klicke ich auf heute, was da immer wieder online gekommen ist, was da teilweise für Scheiße dabei ist, Leute. Die Leute, da haben sich welche was nicht mal was ausgedacht, die haben keine eigenen Ideen. Ich habe wenigstens noch eigene Ideen mit Griefer Games News und so. Ja, oder einfach mal reden über Themen, so. Sowas wie jetzt, das hier. Einfach mal. Da ist teilweise nur Plot bewerten, EC bewerten. Manchen besteht der Kanal gar nicht mehr. Dabei gibt es ja noch so vieles andere. Du kannst ja Scammer suchen. Du kannst auch andere Dinge noch. Du kannst auch irgendwelche YouTuber fragen. Oder irgendwie Quiz machen, ein Projekt auf Griefer Games machen. Es gibt so viele andere Ideen noch, Leute, die man machen könnte. Aber nein, jeder Griefer Games YouTuber muss von jedem abkopieren. Das ist zum Beispiel ganz neu. Leute, ja, Golden Hand ist jetzt mal davon ausgenommen, weil der macht im Moment mehr sein eigenes Ding, habe ich schon gesehen. Aber zum Beispiel, gutes Beispiel, Flex Race, Leute. Der hat ja neulich ein Video gemacht, die drei berühmtesten Community-Formen auf Griefer Games. Und danach, genau einen Tag später, macht Brojo ein Video, die drei berühmtesten Formen auf Griefer Games. Es ist fast 1:1 derselbe Inhalt, Leute. Sowas regt mich einfach auf. Du musst doch nicht einfach ein Video eiskalt kopieren. Ja? Ich finde das absolut scheiße, was manchmal auf Griefer Games abgeht. Früher war es viel besser, naja. Wir reden jetzt mal nicht über früher. Aber bitte, falls das hier irgendein größerer Griefer Games YouTuber sieht und er sich dadurch angesprochen fühlt, ich rede jetzt hier mal von 200 bis 1000 Abos, sagen wir einfach mal, das ist ja bei Griefer Games eigentlich schon recht groß. Und halt alles darüber. Wenn ihr euch damit angesprochen fühlt, bitte macht einfach euren eigenen Content und klaut nicht mehr von den anderen. Das wollte ich einfach mal nur heute in diesem kleinen Video gesagt haben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like und ein Abo da lassen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.